Hallöchen und herzlich willkommen. Ich habe das Mysterium gelöst. Zumindest scheint es mal so. Ich glaube, ich weiß, woran es lag, dass Kingdoms of Amalur die letzten beiden Male abgeschmiert ist. Nämlich, die Platte war voll. Das habe ich in meinem ganzen Leben noch nie gehabt. Ich habe es noch nie gehabt, dass die Platte während einer Aufnahme voll war. Weil zurzeit macht die Aufnahme einfach so abartig viel Spaß, dass die einfach ständig voll läuft, weil ich habe noch die Stahlbeimpanzer packen wir mal weg. Ich habe tatsächlich noch die Aufnahme von Shadow of Mordor hatte ich noch auf der Platte. Das habe ich sonst nie. Ich nehme nie ich nehme nie mit so wenig Abstand zwischeneinander auf. Also ich habe ja Shadow Kingdoms of Amalur habe ich einen halben Tag nach der Shadow of Mordor Aufnahme gemacht. Einen halben Tag. Das hatte ich noch nie. Bei Far Cry hat die Aufnahme niemals so viel Spaß gemacht. Diese beiden Spiele, die sind abartig. Ich liebe RPGs, ich liebe Action, Assassin's Creed-Ab-Dinger, liebe ich einfach. Ich habe noch Assassin's Creed Revelations, habe ich auch schon mal angefangen auf diesem Kanal. Werde ich vielleicht nochmal machen, einfach nur, falls Shadow of Mordor irgendwann mal enden sollte. Was ist denn das? Scheint eine Waffe zu sein. Sieht aus wie ein Hammer irgendwie. Macht ordentlich Damage, macht Körperschaden, Blitzschaden, Schockschaden. Dieser Hammer wurde im Zeitalter des tiefen Zwielichts von Ettin auf dem Gipfel der Himmelskrone entdeckt. Sie verehren ihn, weil er angeblich den Geist ihres Gottes beherbergt. Mitnehmen, mitnehmen, mitnehmen. Ich rüste den Hammer mal aus. Ich brauche diesen Hammer. Kurz mal angucken. Primär. Ich weiß, ich hab's normal. Boah. Ich weiß, ich hab's normalerweise nicht so mit Hammern, aber gut. Wow. Aua. Erstmal voll aufs Maul kriegen. Wow. Mädels. Da war ich jetzt aber nicht drauf vorbereitet. Ich glaube, die haben was gegen meinen Ätchenhammer. Muss den Wolf loswerden. Au. Der Wolf ist zu schnell. Ich muss irgendwie den Wolf loswerden. Ah, fuck. Gibt scheinbar eine Begrenzung an. Hilfemöglichkeit. Wäre ja auch irgendwie so ein bisschen OP. Auf jeden Fall kann man den Ätchen sehr gut ausweichen. Aua. Leider ist der Hammer genauso langsam wie die Ätchen. Au. Wahrscheinlich steht er auch deswegen stilistisch für die Gottheit der Ätchen. Oh, brutale Ätchen geben einfach einen Fick drauf, was ich mache. Komm hier. Aber der macht schon gut Damage. Au. Aber wir können so weiterkämpfen. Wir halten uns wirklich durch. Wir haben genug die Tankiness. Und wir haben Life Regeneration, wodurch der Hammer sich eigentlich lohnt. Boah, ist der Hammer geil. Aber ich weiß, ich muss jetzt entscheiden, Hammer oder Großschwert, weil ich kann... Cochlea-Stiefel. Nein. Primitives Stahl, Großschwert, nein. Goldmünzen ist gut, Mana-Regeneration auch zu plunder. Ich muss mich entscheiden, ich kann nämlich nur eine langsame Waffe mitnehmen. Und ich möchte als Zweitwaffe auf jeden Fall den Stab. Ich hätte gerne, dass man mehr Waffen ausrüsten kann. Zumindest auf dem Quick-Umschalter. Weil ich möchte mich nicht zwischen Hammer und Großschwert entscheiden müssen. Weil ich würde eher das Großschwert bevorzugen. Weil Hammer ist zwar cool, aber der ist doch noch langsamer als das Großschwert. Und wir haben bereits Blitzschaden. Also bin ich mal so gewieft. Und nehmen wir mal das Großschwert, das Adalas-Schwert kann ich mal wegpacken. Den Hammer, es tut mir in der Seele... Ne, ich behalte den. Der ist was Legendary, den behalte ich. Den packe ich notfalls, packe ich den in die Truhe in unserem Jahause. Was ist das? Hast du es uns? Will es kämpfen? Hallo? Bitch! Wir können es töten. Aber es tötet uns nicht. Und es gibt keine XP und es droppt nichts, also war das wahrscheinlich ein... Weiß ich nicht, was das war. Das war irgendeine Schildkröte oder sowas ähnliches, was uns einfach gar nicht hasst. Schwarzer Kohorsch ist immer gut. Was haben wir hier? Hier haben wir ja keine Reagenz hin. Das ist sehr gut. Ich finde immer diese Pflanzen lustig, die einfach keine Reagenz hingeben. Also, es ist nicht so, als wären wir zu dumm, die zu ernten. Da ist einfach nichts dran. Ulmenholz, Langbogen, der bringt wahrscheinlich ja nichts. Das bringt hier alles nichts. Das ist alles unbufft. Das ist alles einfach nur normal, usual shit. Was geht denn hier ab? Was geht denn hier ab? Was liegt denn hier rum? Eine Leinenrobe kann man vergleichen. Die würde mehr bringen, mehr Verteidigung, aber hat keine Lebensregeneration. Deswegen, ich werde nie wieder irgendwas mit Lebensregeneration einfach weggeben. Ich behalte jetzt so lange an, bis ich was Besseres mit Lebensregeneration finde. Oder ich mich ans Gemmenschleifen mache und mir da Lebensregenerationsruhen. Hier waren wir schon.
Ah, ja, hier waren wir schon. Natürlich waren wir hier schon. Ich war ja verkaufen zwischendurch. Da ist der Kollege, der gleich auf uns zuläuft. Hier liegt noch ein bisschen Glutauge. Wir wollten die Hauptquest machen, genau. Ich erinnere mich. Was? Ich konnte Glutauge nicht sammeln. Aber schwarzen Chor, den kann ich immer sammeln. Ich tauche mal hier noch unter. Dann nehme ich mal da hinten den Schrein in der Hoffnung, dass unser Debuff, also unser Fluch, weggeht. Und dann machen wir ein bisschen die Hauptquest weiter. Komm, was haben wir hier? Hier haben wir einen weißen Helm. Der bringt uns ja nichts. Hat auch Mana-Regeneration und Pipapo. Das brauchen wir alles nicht als Wächter. Nee, als Kampfmagier. Ich weiß gerade nicht, wie das Schicksal heißt, das neue. Auf jeden Fall als Kampfmagier brauchen wir das gar nicht, weil wir kriegen ja Damage in Mana umgerechnet. Und wenn wir uns da ordentlich Tanky aufbauen, dann haben wir auch keine Probleme mehr. Und da drüben haben wir unseren Hauptquestmann. Der steht da auf der Brücke, wartet auf uns, ganz einsam, ganz still und einsam. Und bitte mach unseren Debuff weg. Funktioniert nicht. Der Fluch bleibt bestehen. Warum läuft Segen ab und Fluch nicht? Warum läuft Fluch nicht ab? Ich weiß, es ist was Negatives. Negativ soll immer ein bisschen stärker sein als das Positive, aber warum läuft das nicht ab? Es könnte ja den doppelten Cooldown haben. Also bis es weg ist. Die doppelte Haltbarkeitszeit. Haltbarkeit? Halbwertszeit, so. Ein Langschwert des Tagesanbruchs brauche ich nicht. Ich kämpfe nicht mit Langschwertern. Wäre das Legendary, würde ich es behalten. Ich weiß, die Legendary-Dinger geben wahrscheinlich noch mehr als die normalen schon. Also an Gold. Aber man will ja ein bisschen was mit sich nehmen. Trübe Schutzscherbe. Wir müssen wirklich mal anfangen mit Gemmen schleifen. Da muss ich mich mal reinlesen in dieses Buff-System, was ich so aus meinen Schwertern alles rausholen kann. Warum sind da zwei Quests? Da sind zwei Quests drin. Auf jeden Fall gehen wir jetzt zu unserer Hauptquest, zu unserem Schicksalsweber, zu unserem Freund und Helfer, der uns bereits nach dem Austritt aus dem Turm hat der uns bereits schon geholfen, hat uns schon gefunden, hat uns mal gezeigt, wie viel er so saufen kann. Und jetzt stehen wir wieder abermals vor ihm. Da hinten läuft irgendwas rum, was böse aussieht. Was ist das? Ein Wolf ist es. Also war es ein halber Wolf, dessen Textur noch nicht klar, ne? Was, jetzt läuft er nicht auf mich zu? Gut, dann gehen wir erst den Wolf da machen. Hallöchen, Wolof. Wir haben Dellach gefunden. Das hier ist scheinbar Dellach. Also das da unten ist Dellach. You shall not treff me. Ey. Du greifst den Kollegen nicht an. So läuft das hier nicht. So haben wir nicht gewettet. So, Glutaugen. Komm bitte. Keine Reagenz. Warum können wir Glutaugen nicht mehr sammeln? Wir konnten doch letztes Mal jedes Glutauge mitnehmen. Hier haben wir noch ein Trüchen. Ein Trüchen plündern. Edle Eisendolche brauchen wir nicht. Inventar ist wieder voll. Willst du mich denn verarschen? Willst du mich denn verarschen, dass das Inventar schon wieder voll ist? Du verarschst mich doch. Du verarschst mich doch einfach. Warum ist das Inventar jetzt die ganze Zeit voll? Ich war doch verkaufen, oder war ich nicht? Ich meine, ich war verkaufen. Ich war doch verkaufen. Was soll das? Ja gut, hier primitives Stahllangschwert, das juckt keinen. Kann ich mal zerstören. Wir haben, glaube ich, zwei Items, die wir nicht mitnehmen können. Die stahlfreien Klingen auch mal zerstören. Und dann nehmen wir hier mal das mit. Und dann reisen wir halt zurück. Und reisen dann, das sind sogar drei Sachen. Und reisen dann wieder hier hin. Es tut mir leid, aber irgendwie ist mein Inventar ständig voll. Edel, edel, edel brauche ich nicht. Ja. Ich bräuchte einfach. Primitives Stahlgroßschwert, das will eh keiner haben. Alles, was einfach und primitiv ist, gibt kein Gold. Glaube ich mal. Und haben wir hier noch Loot? Hier haben wir noch einen schwarzen Korosch. Ich kann den Wolf nicht looten. Und jetzt reisen wir einfach mal zurück. Warte, hier ist noch ein Haufen. Ist hier irgendwas drin? Hier ist ein Mana-Trank drin und einfaches Entladungsschutzfutter. What the fuck? Man. What the fuck? Nein, nicht dein. Dein. Warte, wir können doch bestimmt Sachen auseinanderbauen. Es gab doch so Teilekiste, Reagenzien-Sack. Ah, hier sind Reagenzien drin, hier sind Teile. Okay. Aber großartig. Wir haben ein Reparaturkit. Aber mehr haben wir nicht. Was wiederum bedeutet, dass. Ich dachte, wir können jetzt so wie in Guild Wars Sachen auseinanderbauen, die wir nicht mehr brauchen. Komm, hier, instabile Tränke habe ich die nicht. Habe ich die nicht eigentlich verkauft? Scheinbar war ich in diesem Spielstand noch nicht am. Ich hab noch nicht verkauft, scheinbar. Also beam ich mich mal zurück nach Gorhard und verkaufe mal ein bisschen. Das
wurde scheinbar nicht gespeichert. Ich verkaufe jetzt in Gorhard. Ich verkaufe jetzt nicht in Kanarok. Ich verkaufe jetzt in Gorhard. Weil in Kanarok hassen die uns ja. Die wollen. Genau! Die hassen uns und deswegen konnte ich nichts mehr verkaufen. Ich erinnere mich. Und der Autosave war, als ich das Haus verlassen habe. Weil ich habe doch erzählt, dass der nicht geautosaved hat. Dass der nicht gespeichert hat bei dem Rumgeruckel. Und deswegen musste ich vom Autosave weitermachen. Der Autosave war, wo wir nicht shoppen waren. Jetzt erinnere ich mich. Ah, schwierig hier, schwierig, schwierig. Wo ist denn der Verkäufer? Ich glaube, der Verkäufer ist hier drin. Es hat ganz kurz geruckelt. Das ruckelt ja immer. In jeder Amalo-Folge muss es mindestens einmal ruckeln, sonst ist es einfach nicht Amalo. Heute ist ziemlich viel los. Findest du? Das ist doch eigentlich wie immer. Obwohl, der Ich muss was Blauhäutige. trinken. Der Blauhäutige kenne ich noch nicht. Ob den hier kennen, weiß ich nicht. Also so viel ist ja nicht los. Ist das nicht aufregend? Eine Feier, die wie ein ganz normaler Mensch im Dorf lebt. Endlich mal ein wenig Abwechslung. Stimmt ja, der hat dann das Problem mit der Feier. Die mal Plunder verkaufen. 7000 Gold, ja, gut. Kann man noch irgendwas verkaufen? Irgendwas bitte, Robe der Glut kann ich nicht verkaufen, weil die gestohlen ist. Die ist gestohlen. Ja, wir haben sie gestohlen. Kettenschuhe, Kettenkopfbedeckung. Warum? Warum? Warum haben wir sowas? Sollen wir das auseinanderbauen oder was sollen wir damit machen? Ich weiß es nicht. Es war schön, sich mit Warum? euch zu unterhalten. Wie viel Inventarplatz haben wir? Über die Hälfte. Also, gut. Wir sind erstmal jetzt wieder leer. Wir müssen uns halt angewöhnen, solange wir unser In der Inventar Nähe des nicht Dorfes. erhöhen können, müssen wir diese Legendary-Kacke müssen wir. Wo ist denn eigentlich unser. Wir haben doch ein Haus. Wir haben noch ein Haus, das ist eine Adenshütte, wo ist denn unser Haus? Genau, das Haus ist in Kanarok, ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Und da legen wir jetzt Legendary Käse rein, also den Hammer legen wir da rein. Dann legen wir die geklaute Robe da rein, weil die können wir eh nicht loswerden, solange wir handeln nicht. Ich muss kurz was gucken. Fähigkeiten? Nein. Ich weiß gar nicht. Irgendwie kam man da rein. Irgendwie Techniken? Auch nicht. Schicksale? Nö. Status? Nö. Ich meine, ist egal. Beim nächsten Stufenaufstieg können wir ja mal gucken, wie viel Handeln so. Wenn das. Fremde. Okay, der sieht ein bisschen strange aus, so als würde der irgendwas für uns Was bringen. wollt ihr diesmal? Aber scheinbar tut er das nicht. Wo ist unser Haus? Da ist unser Haus. Da ist unser Haus. Und da Was ist der komische gibt's? Fremde. Der Typ da, der da. Wie heißt denn der? Der hat einen Namen, ich weiß ganz genau. Kattery Jake. Fragt mich nicht warum. Fragt mich nicht, warum der so komisch aussieht. Und warum ich denke, dass der wichtig ist. Aber hier, Trüchen, lägern wir mal hinein. Verstauen, verstauen den Hammer. Und die Robe der Glut. Jetzt können wir schon zwei Sachen mehr tragen. Wir brauchen unbedingt, wir müssen Heiltränke entweder verkaufen oder verwenden. Also mehr Damage nehmen. Viel mehr Damage. Tons of Damage. So. Jetzt reisen wir hier nach Delach. Deswegen habe ich das noch erkundet. Einfach nur deswegen, damit ich hier wieder hinreisen kann und mit den Typen von hinten. Bisschen anstacheln. Man, du erkennst mich nicht. Kann ich töten? Oder machen jetzt Taschendiebstahl? Gut, dass ihr hier seid. Ich dachte schon fast, ihr wärt nur ein Hirngespinst gewesen. Willkommen bei den Ruinen von Delach. Jetzt wollte ich gerade was trinken, jetzt muss ich schon wieder moderieren. Ich frage mal erstmal, warum sind wir hier? Weil ihr aus irgendeinem Grund in der Lage seid, das Schicksal zu verändern. Hier drin kann ich einen Blick auf das gesamte Gewebe werfen und herausfinden, wie ihr in es hineinpasst. Das klingt ja schon mal super. Also, ich bleibe dabei, ihr seid verrückt. Das werden wir schon bald wissen. Tief unter uns befindet sich das Theater des Schicksals, in dem die Unsterblichen die Menschen, Alpha und Gnome lehrten, das Schicksal der Welt zu deuten. Kommt mit mir. Mag sein, dass ich verrückt bin, aber in diesem Punkt bin ich absolut klar. Ja, man hat im Gespräch ganz kurz meinen Stuhl quietschen gehört, der quietscht halt. Gehen wir rein. Ich kann mein Schicksal generell on the fly ändern. Warum soll ich das bei dem machen? Wir sind immer noch verflucht. Ich hätte in Gorhard die Heilerin aufsuchen können. Aber da bestand einfach kein Bedarf. Ich finde übrigens, der Stab sieht etwas powerlos aus. Das Rumgeblitze ist cool, aber der Stab, der sieht einfach so schwach aus. So ein bisschen hier rumgedrehtes Holz. Ich hoffe, da kriegen wir noch stärkeres. Die Rüstung ist schon ganz ordentlich. Die, Stulpen. Warte, die Handschuhe hießen doch Stulpen. Ich glaube, die hießen Stulpen. Also die Handschuh-Dings da. Die, würde ich gerne noch tauschen. Der Kopf ist geil, die Füße sind geil. Aber die Handschuhe passen einfach gar nicht. Wir gehen mal rein. Der ist schon vorgelaufen. Pardon für diese Abschweifung.
Ja, hier war ich übrigens noch nicht. Also hier, das ist jetzt alles blind, ich habe keine Ahnung. Seit dieser Ort verlassen ist, haben sich hier einige seltsame Bestien niedergelassen. Bleibt nahe bei mir. Seltsame Bestien, das heißt eher, ich sollte vorgehen.